In diesem Video nehme ich euch mit zu Julian von Let's Cook und wir kriegen einen Einblick hinter die Kulissen, wie es bei ihm so läuft. Hi, ich bin Art vom Kanal Bodenständig und wir fahren morgen los zu Julian Richtung Frankfurt, weiter runter. Und dafür müssen wir jetzt ein bisschen was ernten. Wir nehmen ein paar Sachen mit und werden daraus was Schönes kochen. Ich bin gespannt, wie das dann so abläuft. Ihr werdet es gleich auch sehen. Hier hängt doch schon was Schönes. Da fahren wir mal eben eine ab. Und ins Gewächshaus gehen wir auch noch kurz. Hier hatte ich Spinnenmilbenbefall. Mittlerweile wieder im Griff. Aber Tomatenreifen trotzdem noch. Aber ich sehe auch, da hängt noch eine Aubergine unten drin. Wird auch höchste Zeit, dass ich die mal ernte. Aber ich habe halt einfach so viele mit dem Riesengewächshaus im Moment, dass ich da nicht hinterherkomme. Man sieht, wie viele da dranhängen. Deswegen ist es gut, dass ich jetzt noch ein paar mitnehme. Und Basilikum können wir vielleicht auch direkt mitnehmen. Rosmarin, Thymian. Packe ich mal ein bisschen alles ein. Mal gucken, was wir kochen. Ich bin jetzt hier auf dem Feld. Unter mir stehen die ersten Pflänzchen, die ich jetzt sofort beernte. Und das ist Zucchini. Und damit fange ich jetzt einmal kurz an. Dann gehen wir gleich noch weiter zum Lauch, zum Porree und zum Palmkohl. Genau. Hier sind die Zucchini-Pflanzen. Und in dieser Größe ernte ich die spätestens ganz gerne. Weil ansonsten werden die dann nachher zu holzig. Und die kommt jetzt ab in den Erntekorb. Und den befüllen wir jetzt. Mal gucken, ob da noch eine ist. Genau, da ist noch eine. Dann habe ich hier noch meinen Riesenporree. Davon nehme ich auch eine Stange mit. Ich nehme jetzt einfach mal alles mit, was ich so finde, was reif ist. Ich weiß noch nicht ganz genau, was wir kochen werden. Lieber zu viel mit haben als zu wenig. Deswegen nehme ich einfach auch mal einen Lauch mit. Welcher sieht denn gut aus? Der hier. Der kommt jetzt auch ab in den Korb. Und dann packe ich noch ein paar Blätter Palmkohl dazu. Dazu nehme ich einfach die untersten Blätter ab. Hier in der Garage lagere ich weiteres Gemüse. Damit befülle ich jetzt auch noch ein bisschen den Korb. Hier eine schöne Ananastomate. Paprikas und Auberginen habe ich noch im Kühlschrank, die packe ich gleich auch noch ein. Und hier noch eine Tomatenschüssel. Und ich hole dann gleich aus dem Gewächshaus auch noch mal eben zwei, drei Tomätchen und noch eine Paprika, glaube ich, eine ganz frische. Weil die Sachen sind jetzt alle schon ein paar Tage hier gelagert und auch im Kühlschrank. So, das war jetzt die Ernte. Damit geht es gleich ab nach Frankfurt. Aber vorher noch kurz der Hinweis. Auf Watch Better findet ihr meine Videos schon immer eine Woche früher online als hier, aber ansonsten halt wie gewohnt auch samstags auf dem Bodenständig-Kanal. Watch Better, kurz zur Info, ist eine Videoplattform, wo ausgewählte Creator hochladen können und alle 2000 Minuten, die geguckt werden, wird ein Baum gepflanzt. Also man tut gleichzeitig auch was Gutes. Vielleicht sehen wir uns dort auch wieder. Und jetzt geht's los. Hallo meine Lieben, heute habe ich jemanden zu Gast, der zweite Gast überhaupt in meinem Studio, Arthur. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht schon aus meinem Community-Beitrag, denn Arthur war schon bei mir und hat meinen Garten mit leckerem Gemüse versorgt. Und heute hast du sogar dein eigenes mitgebracht. Genau, weil du nicht abgeliefert hast oder nicht genügend. Nein, Spaß. Ja. Aber ich habe ein bisschen was mitgebracht. Ja, bei mir ist leider über den Sommer hinweg schon wieder fast alles abgestorben, weil ich keinen so grünen Daumen habe wie der Herr neben mir. Aber du bist echt Profi, hast auch einen YouTube-Kanal rund um Garten und selber anbauen und ja, all die schönen Sachen, die man eben draußen an der Natur machen kann, wenn man ein bisschen Erde und Dünger hat. Genau. Das heißt, falls ihr selbst einen Garten habt, auf jeden Fall bei dem Herrn vorbeigucken. Das ist echt verrückt, aber man darf auch nicht unterschätzen, ich glaube bis zu 60% vom Abfall werden sogar von den Privathaushalten produziert. Mhm. Okay. In dieser ganzen also im Endeffekt, weil einfach nicht gut genug geplant wird oder zu viel eingekauft wird? Ja genau, oder weil die Leute halt einfach nicht wissen, was man dann aus dem Rest macht. Mhm. Zum Beispiel hier aus Rote Beete, da benutze ich auch immer gerne das Grün, weil so alten
Knollen jetzt, sag ich mal, bei so richtig dicken vielleicht nicht mehr, weil man sieht, das wird schon ein bisschen zäh und so gelb. Aber wenn man die ein bisschen jünger erntet, kann man das halt auch schön für den Salat nehmen. Sieht ja auch mal wunderschön aus, ne? Also kommt heute nicht zum Einsatz, aber... Ich glaube sogar, das ist eine gelbe Beete oder eine Schlingelbeete. Das ist natürlich auch geil, wenn man dann halt so exquisitere Sachen, ungewöhnlichere Sachen anbauen kann im eigenen Garten, weil allein daran zu kommen, da musst du schon in einem alten Supermarkt eigentlich, in einem sehr guten Biomarkt, dass du überhaupt eine gelbe Beete bekommst. Ja. Macht aber, wenn du es gerade so schön in Scheiben schneidest und servierst, mega viel Eindruck. Ja. Genau deswegen reise ich zum Beispiel immer übelst oft mit Lebensmitteln, weil ich die dann mitnehme. Ja. Meine Freundin wird komplett wahnsinnig. Ja, aber ich, ist halt wichtig, ne? Weil ja. Ist halt einfach doof, wenn man es dann wegschmeißt. Genau. Es wurde so viel reingesteckt, ne? So viele Ressourcen und am Ende landet es einfach in der Müllkammer, das geht gar nicht. Genau, denke ich auch jedes Mal. Also immer, wenn ich auch irgendwas vergesse im Kühlschrank oder sowas und dann merke ich, ganz hinten im Fach ist noch eine Gurke. Eine Gurke ist keine Gurke mehr. Bei mir ist das schlechte Gewissen nicht ganz so groß, weil ich halt alte Sachen oder wenn was über ist, das an die Hühner verfüttern kann. Und das ist auch ein Kompost wahrscheinlich und so, ne? Ja, das, aber Lebensmittel gebe ich eigentlich den Hühnern hauptsächlich und die verwerten das und stecken das halt wieder in Eier. Stimmt, ja. Und so hat man am Ende dann auch wieder ein bisschen was raus. Ja. Deswegen ist auch Hühner zu halten immer eine klasse Sache, gerade der Nachhaltigkeit wegen. Stimmt. Ja, aber da muss man halt einfach viel, viel mehr drauf achten. So. Der Dreh ist fast um. Jetzt wird noch besprochen, wie die Frittata am besten fotografiert wird. Große Fragen. Ja. Wie fotografiert man die Frittata am besten? Genau, das muss ja alles auch optisch schön aussehen. Schmecken tut es sowieso, weiß ich jetzt schon. Aber das muss ja auch für die ganzen Fotos und alles schön angerichtet werden. Und das dauert halt alles echt sehr, sehr lange. Und ja, ich bin gleich gespannt. Ich habe schon sehr, sehr Hunger. Während des Drehs habe ich ein bisschen geknabbert. Aber das ganze Video könnt ihr dann auf jeden Fall auf seinem Kanal sehen. Arthur dachte, es gibt hier Essen, aber nein, wir fotografieren nur Essen. Hier ist nur Arbeit, kein Essen. gleich darfst du das, gleich darfst du das, nicht mehr lange. Boah, sieht das nicht geil aus. Was man mit bisschen Herrichten alles anstellen kann. Die lassen wir uns jetzt auf jeden Fall gleich schmecken. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Alles aus dem Garten. Ja, ich habe jetzt auch richtig Hunger. Gehört zwar jetzt nicht mehr zum Video von Julian, aber hier werden auch noch Tomaten verköstigt. Das ist eine geile Tomate, das ist also geschmacklich meine Güte. Ja, die Ananas-Tomate, die beste, die es gibt. Das ist wirklich, ey. Schade, dass sowas nicht verbreiteter ist in Deutschland. Könnte ich unendlich viel essen. Du kannst mir gerne hin und wieder mal so eine Tomate vorbeibringen. Ja, wenn du in Köln wohnst, lohnt sich das auch mehr. Mega gut, mega gut. Auch die Farbe und so, echt ein Kunstwerk der Natur. Mega geil. Da braucht man gar nicht mehr kochen. So, jetzt stehe ich schon wieder auf dem Parkplatz. Was heißt schon wieder, hat echt lange gedauert, wenn alles so professionell abläuft. Aber ich mache gleich nochmal ein Schlusswort zu Hause. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. War echt interessant, war eine sehr, sehr coole Erfahrung. Das war nochmal professioneller, als wir das hier schon machen. Also in seinem Studio, dann war ja, habt ihr ja gesehen, die eine Frau da, die Fotos gemacht hat. Und ja, das hat echt lange gedauert, dieses eine Video abzulichten. Hat aber super Spaß gemacht, das Team war mega nett. Vielleicht kann ich die euch unten auch nochmal alle verlinken, dass ihr da auch nochmal vorbeischauen könnt, falls ihr Bedarf habt. Vielen Dank für die Einladung, hat mir echt Spaß gemacht und ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Wir sehen uns wieder, bis dahin, ciao, ciao.